1. Unser Thema des Tages. Das Coronavirus hat Hessen erreicht. Ausgewirkt hat sich das Virus längst auf uns in Hessen, zum Beispiel auf die Börse in Frankfurt. Die Kurse fallen seit Tagen. H1-Börsenreporter Konrad Busen. Wie groß sind die Verluste? Und jetzt? Rund 3,5% fällt der deutsche Aktienindex heute. Seit Anfang der Woche ist damit das Minus des DAX 12%. Spektakulärer, aber eigentlich noch unvorstellbarer ist die Summe, um die weltweit der Wert der Aktienmärkte in dieser Woche gesunken ist. 4,5 Billionen Euro, also Billion mit einem B vorne. Mhm. Das sind 4.500 Milliarden Euro. So groß ist der Verlust weltweit. Welche Branchen leiden besonders? Die Reisebranche ganz besonders. Lufthansa-Aktien zum Beispiel, die kosten im Moment 19% weniger als letzten Freitag. Fast ebenso groß die Verluste von Fraport, die ja hier in Frankfurt den Flughafen betreiben. Weltweit noch ein paar mehr Flughäfen. Und man kann sagen, alles, was man besonders mit Globalisierung in Verbindung bringt, wird besonders stark verkauft. Autobauer, Autozulieferer, die haben ja diese eng integrierten Lieferketten, die oft von China über Amerika nach Europa gespannt sind und die gerade in den letzten Jahren immer mehr mit dem Just-in-Time-Prinzip gemanagt werden. Also man lagert nichts lange, sondern liefert Einzelteile immer punktgenau. Wenn sowas jetzt unterbrochen wird, dann wirkt sich das natürlich massiv aus auf die Produktion. Was bedeutet das denn jetzt, wenn die Kurse so tief fallen? Wirtschaftlich gesehen drückt sich jetzt natürlich hier an der Börse die Angst aus, dass Deutschlands Wirtschaft in eine Rezession rutscht. Aber für die Börse selbst ist auch der Aspekt wichtig, dass dieser rasante abrutscht, das Vertrauen in Aktien beschädigt bei Menschen, die uns da draußen jetzt zuhören. Wer sich vielleicht seit einiger Zeit mit dem Gedanken getragen hat, in Aktien zu investieren, weil es ja aufs Spargeld keine Zinsen gibt, ja, da dürften jetzt einige die Lust verloren haben. Ich glaube, wichtig dabei ist, im Kopf zu behalten, gerade jüngere Leute, die darüber nachdenken, mit ein bisschen Geld jeden Monat in Aktien zu investieren, sollten sich vielleicht nicht zu schnell ins Boxhorn jagen lassen. In der Vergangenheit haben sich Aktienmärkte von Crashs immer erholt. Über Jahrzehnte sind die Werte von Unternehmen immer gestiegen und das dürfte auch in Zukunft sein. Auf der anderen Seite, wer ein bisschen älter ist, trotzdem vielleicht in letzter Zeit gedacht hat, soll ich noch Aktien kaufen, weil eben alle davon reden und der Banker das auch empfiehlt. Naja, je älter man ist, je näher der Ruhestand rückt, desto weniger Risiko sollte man im Depot haben, also auch desto weniger Aktien. Corona hat die Börsen angesteckt, H1-Börsenreporter Konrad Busen. Unser Thema des Tages. Mit HR1 gut informiert am Mittag.